Hallo, mein Name ist Thomas Reis und ich möchte hier über Solareinstrahlungsmanagement sprechen. Es ist so, dass wir vermutlich die CO2-Emissionen nicht so schnell hinunterbekommen werden, um kritische Klimakipppunkte zu vermeiden. Besser gesagt, wurden diese schon erreicht. Ja. Daher ist meine Idee oder die Idee von verschiedenen Personen schon seit den 60er Jahren, die dunklen Wasseroberflächen der Erde etwas aufzuhellen. Unter anderem gibt es Ideen, hier stabilere Mikroblasen und stabilen Schaum zu produzieren mit Nanomolekülen. Und meine Idee ist, die Effizienz zu erhöhen und auf am Äquatornähe am Wasser schwimmende Photovoltaik zu montieren. Nur würde ich die Module nicht waagerecht montieren, sondern senkrecht oder stehend. Und diese sollten bifasial sein, damit der Verlust möglichst gering ist. Und zwischen den Modulen sollten Spiegel angebracht werden, um den Maximum an Kühlung zu erreichen. Die Zahlen sprechen hier von bis zu 200 Watt pro Quadratmeter, die hier zurück in den Weltraum reflektiert werden könnten. Und das entspräche in etwa 20 Quadratmeter frisch gepflanzten Bäumen. Ja, das ist meine Idee und meine Intention, hier diese Diskussion anzuregen. Danke, grüß euch.